Ich bin Raphael Müller, komme aus Stuttgart, bin hier geboren, aufgewachsen. Meine Eltern kommen aus Ghana. Ich studiere selber auch an der HDM, Wirtschaftsinformatik und digitale Medien. Das Erste, was mir da einfällt, ist auf jeden Fall, dass die afrikanische Kultur eine fröhliche Kultur ist. Also geht es um viel Spaß, viel Lachen. Die Leute sind sehr herzhaft, auch sehr temperamentvoll. Auf jeden Fall Disziplin, also Disziplin und Respekt auf jeden Fall, das sind halt die zwei Dinge, die uns sehr früh mit auf den Weg gegeben werden. Du musst den Leuten, die halt älter sind in dem Fall oder halt auf einer höheren Position sind, auf jeden Fall Respekt zollen. Ja, also Rassismus, ja, dadurch, dass ich schwarz bin, kommt schon im Alltag oft vor. Also ich muss auch sagen, bei mir persönlich jetzt zum Glück nicht, aber es gibt natürlich immer Situationen. Zum Beispiel, ich mache Leistungssport, Sprinter. Und da ist halt immer die Frage halt, ja, gerade im Sprint, da geht es halt viel um, eigentlich um Leistung, würde man sagen. Aber wir haben noch die Staffel, das ist dann so unser Mannschaftsding. Und da denkt man halt, ja, es geht halt um die Schnelligkeit, da schnell zu kommen rein. Aber leider habe ich schon oft die Erfahrung gemacht, dass es nicht so ist. Und du fragst dich ja dann schon oft so, hey, liegt es an meiner Hautfarbe oder irgendwie? Und seitdem habe ich es immer im Kopf so, wenn eine Entscheidung gegen mich getroffen wird, zu Unrecht, das ist wahrscheinlich was mit meiner Hautfarbe zu tun hat. So. Und ja, das ist so eigentlich so in dem Bereich, wo ich schon manchmal mit Rassismus in Berührung komme, auf jeden Fall. Ja. Also ich fand die Black Lives Matter Bewegung auf jeden Fall letztes Jahr sehr krass, würde ich sagen. Also wirklich krass. Aber auf jeden Fall war es nicht positiv, weil ich habe gemerkt, dass gerade ja die weiße Bevölkerung sich damit dann mehr auseinandergesetzt hat, mehr sich mit dem Thema Rassismus einfach auseinandergesetzt haben und versucht haben, irgendwie was besser zu machen. Und da merke ich schon, dass sich da einiges tut. Gerade auch bei mir im Freundeskreis merke ich, dass meine Freunde mich dann auch fragen, hey Rafa, wie siehst du das? Ist das falsch, wenn ich das so oder so mache? Und warum ist das so? So, die Leute wollen es auch verstehen, so, wie fühle ich mich da und was können die da besser machen? Weil davor musste ich mir wirklich immer anhören, so nach dem Sommerurlaub, so, hey, du bist ja auch voll dunkel geworden, so weißt du, dieser klassische Witz, ne? So, und muss ich sagen, letztes Jahr ist mir aufgefallen, habe ich es gar nicht gehört. Oder? Ich habe es wirklich gar nicht gehört. Und das fand ich dann schon sehr bemerkenswert, dass diese Bewegung einfach was mit den Leuten gemacht hat. Gerade was ich angesprochen habe am Anfang mit Disziplin. Also die Deutschen haben eine sehr hohe Disziplin. Sehr ehrgeizige Menschen, das sind wir auch. Also da würde ich schon sagen, dass da große Gemeinsamkeiten sind, dass einfach dieser Ehrgeiz und diese Disziplin in der Kultur eine große Rolle spielen, ja, auf jeden Fall. wie ich dir schon anfangs gesagt habe, unsere Kultur ist ja sehr, eine sehr herzhafte Kultur, sehr froh, wir haben sehr viel Spaß und Musik spielt halt immer eine große Rolle bei uns. Also sei es jetzt auf Beerdigungen, du siehst auf einer, in dem Fall ghanaischen Beerdigung, klar, du siehst auch viele Tränen, aber du siehst auch, dass das Leben von dieser Person, die jetzt leider dann verstorben ist, halt auch gefeiert wird. So, ne? So, und da spielt Musik eine ganz große Rolle, mit Tanzen. Von klein auf kriegst du einfach mit, Rhythmus zu spüren und dich zu bewegen. Wahrscheinlich ist es ein großer Grund, warum wir da halt gut tanzen können. Aber ich meine nicht, dass jetzt, keine Ahnung, Europäer oder so nicht tanzen können, aber spielt bei uns auf jeden Fall von klein auf eine sehr, sehr große Rolle und ja. Okay, alles klar. Ja, dann vielen Dank für das Interview. Gerne, gerne.